Ja, schönen guten Abend hier in Osttirol. Das X-Challenge-Team ist dieses Wochenende auf dem Skitourenfestival unterwegs. Mit mir habe ich den Tourismus-Obmann von Osttirol, Herrn Theure. Schönen guten Abend. Schönen guten Abend. Warum reden wir hier in Osttirol über Skitouren oder über Skitourenfestivals? Ja, ich glaube, dass Osttirol eine Region ist, die für den Skitourenlauf geradezu prädestiniert ist. Wir haben ja schon in den letzten 20 Jahren, wenn man das so rückwärts betrachtet, einen immer stärker werdenden Zuspruch von Individualtouristen, die also dem Skitourenlauf gefrönt haben. Aber heute reden wir ja schon von einer großen Trendsportart. Das hat natürlich touristische Relevanz. Das ist ein Markt geworden, der also noch Potenzial nach oben hat. Und okay. Osttirol ist ja von der topografischen Lage her und von den Tälern geradezu prädestiniert, um Skitourenlauf zu betreiben. Wir sind nicht gesegnet von großen Skizentren. Das können wir auch nicht. Das lässt auch die topografische Situation nicht zu. Und zudem natürlich auch die vielen Eigenmittel, die dafür erforderlich wären, die können wir nicht aufbringen. Also ist es so, dass wir uns anderweitig auch positionieren müssen. Und da ist der Skitourenlauf, glaube ich, ein tolles Standbein für den Winter in Osttirol, das wir ausbauen müssen. Okay, das klingt sehr gut. Das heißt, um Osttirol oder in Osttirol haben wir sehr viele 3000er. Ich glaube 266, wenn ich die Zahl richtig im Kopf habe. 266 3000er. Das heißt, als Skitourengänger, als Individualsportler, wie Sie das nennen, kann ich mich hier richtig austoben, oder? Das ist absolut richtig. Osttirol ist natürlich das Dach Österreich mit der 266 3000er. Es sind nicht nur die Bergspitzen, die uns da natürlich für diese Sportart auszeichnen, sondern es sind wirklich die Hochlagen der Täler, die Schneesicherheit dort und die guten Abfahrmöglichkeiten, die deshalb gewährleistet sein, weil wir sehr viel Almwirtschaft betreiben, bis in hohe Regionen hinauf, und die gemähte Almwiese hat natürlich eine sehr glatte Fläche, und da kann man natürlich ohne große Steine im Untergrund unterm Schnee zu finden, abfahren und natürlich den Pulver voll genießen. Das ist natürlich ein großer Vorteil, den wir zu bieten haben. Hier sind wir jetzt 3 Tage am Skitourenfestival unterwegs, und Sie haben mir im Vorgespräch auch gesagt, dass es hier das Austria Skitouring als Marke und so weiter auch gibt. Vielleicht können Sie das nochmal genau erklären für unsere Zuschauer, was da hinten dran steht. Ja, da steckt schon sehr tiefgründiges dahinter. Wir haben ja vor 3 Jahren uns entschlossen, Osttirol zu dem Skitouren Eldorado im Alpenraum auszuloben, uns diese Kernkompetenz anzueignen. Und da war natürlich ein logischer Schritt, dass man der Sache, dem Projekt einen Namen gibt, und das Skitourenfestival wäre eine Möglichkeit, aber das Austria Skitourenfestival ist die Möglichkeit. Das heißt, wir nehmen also die gesamte Kompetenz für uns im Lande Österreich in Anspruch. Das, glaube ich, ist einmal sehr wichtig, markentechnisch. Und wir haben also beim Skitourenfestival sehr stark darauf Bedacht genommen, dass man nicht nur die Vielfalt unserer Möglichkeiten im freien Gelände, also die Bewegung im freien Gelände und das Abfahrtvergnügen im Pulverschnee, in den Vordergrund stellen, sondern da geht es sehr stark um Prävention. Wir haben in Österreich jetzt in der Zwischenzeit schon über 600.000 Haushalte, die ein paar Tourenski zu Hause stehen haben. Okay. Und der Großteil dieser Newcomer im Trendsport Skitourenlauf haben natürlich keine Ahnung, wie sie sich im freien Gelände bewegen müssen, kennen die Gefahren nicht, und da ist es uns natürlich wichtig, mit unserer Kompetenz einzuhacken und die Leute auf solche Erlebnisse in freier Natur vorzubereiten. Und deshalb haben wir nicht nur jetzt eben die Skitouren-Safaris, die normalerweise in alle Täler und schönsten Regionen unserer Osttirols führen, sondern wir haben dort auch Vorträge, die also sehr viel Wissenswertes über den Skitourenlauf vermitteln, und wir haben auch die praktische Ausbildung, wenn es darum geht, wenn man sich mit dem Thema Lawinen, Gefahren und anderen Dingen auseinandersetzen muss. Und ich glaube, das insgesamt, das gesamte Programm wird uns mehr Kompetenz für den Skitourenlauf geben und damit natürlich haben wir auch die Basis, um den Anspruch
in ein paar Jahren also voll erheben zu können. Wir sind die Skitourendestination in Österreich im Alpenraum. Das klingt sehr gut. Ja. Und das heißt, Sicherheit wird groß geschrieben, die Infrastruktur, was Bergführer und so weiter angeht, ist in Osttirol da. Genügend Berge haben wir auch. Ja. Das klingt sehr gut. Ich bin gespannt, wo die Reise hingeht. Und letzte Frage von meiner Seite. Wie oft gehen Sie die Skitour im Winter? Naja, ich komme vom Skitourenlauf. Ich bin also immer noch ein begeisterter Mensch, der mit den Tourenskiern in die Bergen geht. Ich habe das schon vor 50 Jahren gemacht. In meiner Jugend bin ich schon mit den Tourenskiern alleine auf die Berggipfel gegangen. Das war dann eine ganz andere Herausforderung. Man hat damals die Gefahr eigentlich nicht so ernst genommen, überhaupt nicht. Man ist bei einem Meter hohen Pulverschnee aufgestiegen. Da war kein LVS-Gerät dabei oder keine Schaufel oder keine Sonde, oder? Und man hatte ja natürlich auch nicht die Ausrüstung, die technische, die man heute vorfindet. Und das hat mich immer schon bewegt und beeindruckt. Und davon zehre ich heute noch. Und es ist ja, glaube ich, ein schöner Sportart, wenn man heute mit 60 Jahren, so wie ich bin, ins Gebirge geht und sich dort einmal den Kopf frei machen kann. Also für Sie ist es einfach ein gewaltiges Gefühl, alleine dann oder mit den besten Freunden im Berg zu sein und die Natur zu erleben. Glaube ich, für mich immer schon ein einzigartiges Gefühl, wenn ich auch alleine in den tief verschneiten Wald hineingehe. Mhm. Das ist schon allein die Luft, die da ganz anders ist. Das ist romantisch, es ist für Körper, Geist und Seele einfach ein Genuss. Das klingt sehr gut. Das heißt, wir haben das Konzept Osttirol als Tourendestination auf dem Papier, aber wir haben auch die Leute, die das Ganze entscheiden, die selbst noch 2-3 Mal in der Woche auf dem Berg rumrennen. Das finde ich sehr gut. Ja, also das klingt sehr gut. Das ist, ich glaube, wenn man solche Sachen inszeniert und dann auch umsetzt, muss man selbst die Begeisterung dafür haben. Mit Herz und Seele dabei sein, ja. Ich glaube, man kann eine Sache nur gut machen, wenn man mit Begeisterung dabei ist, und das ist in diesem Fall natürlich absolut gegeben, absolut, das hört man raus. Also, Skitour und Lauf ist mir ein Herzensanliegen. Ja, super. Na dann, vielen Dank für die Zeit. Bitte sehr. Hat Spaß gemacht und einen schönen Abend noch. Ich wünsche Ihnen einfach herzlichen Untergebracht.